Servus Leute und willkommen zurück zum Bausimulator 2015 in der Gold-Version zusammen mit Killer vorm LB28 und wir nehmen einen neuen Auftrag an. Was machen wir jetzt für einen? Brücke. Brücke? Okay. Brücke, sprich mit den Vorarbeitern. Ich Aber hoffe, ich es kann mir ja kommt darauf nichts machen. an, ist der Vorarbeiter. Okay, was brauchen wir dort gleich? Mal schauen wir mal, was für Maschinen wir brauchen. Weil dann können wir ja gleich eine Partie mitfahren. Aktive Brücke. Verdichte den markierten Bereich auf der Baustelle. Verdichte Bohrung im markierten Bereich. Ja, wir könnten eigentlich die Bohrmaschine mitnehmen oder den Die Verdichten. Walze. Die Walze. Oder soll ich beides und wir lassen das mit dem. Wir fahren nur mit dem Schwertransportwagen, wenn wir halt den Raupenkran fahren. Na, ich fahre jetzt schon mit dem anderen Ding. Ja, nein, es geht mir darum, ob ich dabei das Bohrgerät mitnehmen soll. Auch mir das dann ja. Ja. Ja, aber da hätte man ja eigentlich offiziell das Sicherungsfahrzeug brauchen, oder? So, das Oder nur meinst bei du? der Raupe. Halt beim Raupenkran. Eigentlich brauchst du es da, aber das ist ja Mörderüberlänge. Ja. Also wurscht, ich fahre jetzt mal mit dem hin. Nicht, falls du also bis du dort bist, aufgeladen hast Bis und so ich weiter, aufgeladen habe. bin ich dort wahrscheinlich. Ich weiß zwar gar nicht, wo die Brücke ist. Wir brauchen auch den Raupenkran nachher dort, soweit ich weiß, für die Brücke. Das ist cool. Weil da Das musst ist du cool. die komischen Brückenelemente so irgendwie, das war, habe ich in einem Videoausschnitt, halt in einem Trailer gesehen, musst du die Brückenelemente hinheben. Und das geht nur mit dem Raupenkran, weil die ja zu schwer sind sozusagen als für den anderen Mobilkran. Wow, das Navi ist so dämlich, das führt mich mit dem Riesengefährt durch die Innenstadt. Nicht, dass mich das irgendwo außen im Kreis fährt. Nein, ich muss durch die Innenstadt bei der Brücke vorbei. Ah, bei der Kirche vorbei. So, jetzt habe ich natürlich mein Handy da schön am Tisch liegen, wo schön vibriert, wenn irgendwer Twitter-Nachrichten wieder mal macht. Und nicht gegen die Scheißlampe, Ampel fahren, nicht Lampe. So, einmal nach links. Wir sollten uns vielleicht überlegen, ob man sich nicht noch eine zweite no, Verdichtungsmaschine halt Walze kaufen sollen. Weil es sind zwei Quests hintereinander zum Verdichten und das ist urviel normalerweise Ja, von der ich weiß, Fläche. ich finde es Und auch du langweilig. könntest, kriegst der zweite drauf, oder? Er würde ganz knapp werden oder mit Rampen runter. Ja, aber du brauchst ja die Rampe nicht komplett draufheben. Du kannst sie ja Ja. leicht angeschrägt lassen. Dann fahr, weil das ist, liegt eh am Weg. Fahr beim Händler vorbei. Das sollte eigentlich ziemlich. Nein, es liegt nicht direkt am Weg, aber fast. Und hauen, wir kaufen unsere zweite Walze. Und hauen die noch drauf. Und wir walzen dort zu zweit, weil das ist eine Mörderaufgabe, das Walzen. Ich weiß nicht, da habe ich nachher schon Beim meine Runden. Sportpark mochte ich es schon nicht. Da hat man auch Da muss vier, es schon fünf so bleiben. Elemente nebeneinander machen müssen oder so. Ja, vor allen Dingen hätte ich es normalerweise in echt in einem gemacht. So, jetzt überlege ich gerade, wo ich die Bohrmaschinen dabei hinstelle. Oh, jetzt hat mich das überschoben. Ich stelle das dann mal da daneben auf die Wiese hin, da ist eher größere. So, da stellen wir das einmal ab. Ich schaue gleich in den Aufträgen, was wir als nächstes brauchen. Oder soll ich schon zum Händler kommen? Du sollst mit ihm reden, oder? Ja, aber das kann ich nachher auch noch machen. Das ist ja jetzt Bist so falsch verdicht. gefahren. Gieße die vorbereitenden Elemente auf der Baustelle, Bohrungen markierten, gieße die vorbereitenden Elemente in der Baustelle. Gieße, gieße. Setze. Verbindungsträger. Kanthölzer. Okay, wir brauchen da auf jeden Fall einmal. Ich würde sagen, entweder wir machen das mit der Pumpe, was am sinnvollsten, glaube ich, wäre. Obwohl wir haben einen Kranplatz auch. Ich werde da mal den Flattop-Kran herstellen lassen. Beziehungsweise wieder mal mit den Vorarbeitern reden, dass das auch erledigt ist. Wenn man finden. Den Hermann. Hermann, der Vorarbeiter. Servus, Hermann. Hallo, ich wusste ja gar nicht, dass es hier Imbissbuden gibt.
Na klar, die hat ganz neu aufgemacht. Hier wird sich einiges ändern, wenn die neue Brücke erstmal steht. Die Stadt hat uns mal wieder ein Großprojekt anvertraut. Für diesen Auftrag benötigst du den LR 1300 Raupenkran. Wie gesagt, haben wir schon. Sehr gut, dann lass uns direkt loslegen. Deine Einstellung gefällt mir. Dann nichts wie los. Ich teste so lange mal den neuen Imbiss. Ja, sauf dich an, friss dich an und wir machen die Arbeit. So haben wir es gerne. Bin jetzt sofort am Händler. Ja, dann springe ich zum Händler kurz mal, kauf die, also lass mich mit Taxi hinfahren. Das finde ich ja cool gemacht eigentlich. Wenn ich finde jetzt, wo der Händler ist. Firmen Stahlwerk Fertigung Fahrzeughändler. Fahrzeughändler Stadt. Kaufen wir einmal eine Walze. Einmal ein Walzzug. Kostet eh nur 90.000. Wenn du gleich da bist, dann setze ich mich. Also bist du da. Da. Das geht sich aus. Der zweite da drauf. Mit Rampen runter, oder? Ja. Soll ich vorwärts drauf halt. Ja. Das Walze ein Walze ist, oder? Ja, mit Rampe runter, da muss die ganze Rampe herunter lassen. Ich hätte glaubt, das ist mehr Platz. Ah, das ist so beschissen, den Walzzug da. Du musst mich fixieren. Schon. Geht nicht. Was sagt er denn? Ich darf dich nicht transportieren. Ja, achso, dann steige ich aus. Aber wenn du da ganz kurz einfach einmal gerade gelenkt hättest, noch. Das ist jetzt schief drauf. So. Jetzt heben wir mal an, noch ein bisschen die Rampe. Hebe ihn mal ein bisschen auf. Heb ihn auf. Das halten die Zylinder schon. So, Ladung befestigen. Nicht alle Reifen am Walzzug. Kann nicht befestigt werden. Jetzt, jetzt. Oh. Lass die Rampe runter ein bisschen. Lass die Rampe runter. Kein Kommentar. Zurückfahren, du musst nicht so. Ich hätte glaubt, dass der bei dem Tieflader, dass du darauf fahren kannst. Auf das vordere Ding. Das darf eigentlich keiner sehen. Wenn das So. in Wirklichkeit macht, oder? Kein Kommentar dazu. Ich werde mich. Weißt du, welchen Radlader du hast? Lada? Welchen Zugmaschine? Das ist die falsche. Nein. Ich fahre gerade mit Musst du dir drei mit. oder so haben? Das ist die Zugmaschine 5, das sieht man sogar im Symbol. Ja, das sehe ich aber nicht. Ich weiß nicht, du wärst gegangen, also der andere Auflieger wäre aber auch nicht gegangen, oder? Weil der hat ja keine Der Rampe. blaue kommst du gar nicht drauf. Der Beim rote wäre roten? gegangen. Na, du kommst ja nicht hoch. Sicher. Beim roten kannst du rauffahren. Da musst du vorne das Ding runternehmen. Ja, aber du kannst nicht ganz hinten rauffahren. Ja, aber der wäre von der Länge länger gewesen. Ja, aber wenn du hinten nicht drauf kommst, kommst du hinten nicht drauf. Beim roten, den was wir Ja. gehabt haben für. Nein, du meinst jetzt den falschen. Den roten, was wir für. Was haben wir da drauf? Selbe Maschine. Da. Den was? Das, was du gerade gefahren hast. Genau, den da. Ja, das. Du kommst da hinten nicht hoch. Wieso Da hast du nicht? ein Stück höher. Da ist ja. Da hast. Nein. Da musst du vorne abkuppeln, das. Und dann hast du Ja, die und hinten, Rampe. da ist eine Stufe drin. Ja, aber da musst du von vorne drauf fahren. Da ist der Rampe. Ich bin schon da. Super. Baust die einfach Wie ab. geil, wie geil. Was ist denn da? Ich komme da nicht hoch. Boah, weil ich nicht mit Schwung hochgefahren bin, jetzt sind meine Hinterräder in der Luft. Und ich komme über den Hügel nicht hoch. So, ein bisschen Gas geben. Dass ich einmal drüber komme. Bist du wahnsinnig? Das ist ja eine Scheißmaschine. Das gibt's nicht normal so in echt. So. Bist du jetzt schon auf der Baustelle? Ja. Passt, dann komme ich auch gleich einmal gesprungen in den zweiten Walzzug hinein. Nein, du bist im. Fahrzeug ist noch befestigt. Wieso fährst du nicht auf die Baustelle rauf? Ist sie denn? Na, da links. Ich fahre ja nicht mit den kleinen langsamen. Da hast du eh so urviel Platz. Ja, jetzt habe ich mal fast gedacht. Mit der super tolle.
Das wackelt noch immer alles. Ich warte nur, dass wir jetzt in die Luft fliegen. Links drauf fahren. Davor müssen wir. So, und jetzt fang nachher ins Bremsen schon an, weil sonst schiebt er dich weg. Das war nicht so geplant. Oder? Was? Doch. Ja. So. Runter mit dir. Mit was für einer Ansicht bin ich da immer gefahren? Verfolgerkamera, ich oder? war Verfolgung. Fahren wir im Kreis oder fahren wir rauf und halt immer rückwärts schieben Lauf dann? runter. Also beschissen. Rückwärts schieben ist, rückwärts fahren mit dem Ding ist am einfachsten, finde ich. Das kommt darauf an, ob es gleich verdichten willst auch oder nicht. Verdichtest du gleich immer oder schiebst du gerade zurück? Ich verdichte, oder? Ich hab's jetzt ausgeschalten. Ja, okay. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Du kannst in echt kannst du schon rückwärts verdichten auch, ist okay. Ist ja nichts dabei, ist Ja, ja kein nichts anderes. Unterschied. Nur du fährst halt viel geschmeidiger, wenn du rückwärts gleich fährst. Boah, Rückwärts ist schöner mit dem ich Ding zu hasse das fahren. Ding zum Fahren. Es lenkt nicht vernünftig. Pass auf! Schon wieder zu spät einklingt. Ah, ich glaube, das haben wir. So, fertig. Erster Teil planiert. Fahr runter. Geil, wo müssen wir jetzt? Sag jetzt nicht auf der anderen Seite des Flusses. Auf der anderen Seite des Ganges. Was? Nix. Wie bist du da war? Müssen wir wie. Gebiete, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, müssen wir aufladen wieder. Gebiete! Ich habe mir das nämlich schon gedacht, wo das kommt, da, dass da sicher links, rechts zum was planieren. Da hätte man keine zwei Walzerzüge gebraucht für das Batzel. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr. Auf dem Sportplatz hast du ja die mega. Soll ich anschieben? Schön fest. Die schieben an. Aber. Gib Gas! Tu ich nicht. So, komm! Schieb! Geht nicht. So, super, ich komme nicht mehr runter. So, So kann ich rüberfahren, lass weißt du? mich drauf fahren. Du kannst das einfach nicht. So. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich komme nicht drauf. Warte mal, lass mich gerade stellen. Ich glaube, Man ich hängt schalte. so blöd in der Rampe drin. Kannst du mich anschieben? Ja, bitte, das ist. Ich glaube, die ist komplett Jetzt. verpackt. Nein, nein, jetzt musst du gehen. Ja, ich komme nicht hoch. Der schiebt mir nicht die Walze auf den. Ja, deswegen muss man ja rückwärts so. Ich komme da jetzt hoch. Kann doch nicht mal schieben. Ja, weil ich nicht mehr weiterkomme. Die hat normalerweise nicht in echt auch die Walze vorne einen Antrieb. Ja. So, Ja, weißt du, was ich hydraulisch. jetzt mache? Gebiet, das ist ein nerviges Ding jetzt gerade. Ich komme nicht mehr weg da. So. Scheiß drauf. Nein, 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 es passen eh keine zwei drauf. Ich fahre halt 5 Stunden darüber. Habe ich auch kein Problem damit. Das Schlimme ist, wieso? Da gibt es gar keinen Weg rüber. Weißt du, wie weit das ist? Bis zur nächsten Brücke? Schau mal auf die Karte. Fahrst du rüber nur? Weil das ist sinnlos, wenn ich da jetzt eine zweite Walze noch rüberfahre.
Auf den Tieflader kriegt man sinnvoll eigentlich keine zweite drauf. Rechts oder links? Rechts. Und sie ist weiter. So, dann hole ich jetzt aber, setze ich mich mal in den Mobilkran 1 hinein. Ist das der richtige? Geil, ich habe gerade einen okay, Grafikbug gehabt. Grüne Fläche am Boden. Ja, das sind Komplett. ja irgendwie die Dings nicht leid, glaube ich. So, aber ich würde sagen, nach den ja, kleinen Fehlpart da mit den Walzzügen und schauen wir mal, dass wir im nächsten Part dann ein bisschen wieder was Ordentlicheres zusammenbekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier weitergeht, beim Bausimulator in der Gold-Version zusammen mit Killer. Tschüss! Ja.